Oida, was geht ab, Leute? Team Hubbelt hier. Und heute mit einem Review zu dem neuen Infernoid-Support, das in Cross Souls, Clash of the Rebellion rauskommen wird. Irgendwann jetzt dann im August, also auch nicht mehr so lang. Und überraschenderweise sind es halt nur 3 Karten. Ich dachte irgendwie, dass es mehr sind, aber sind halt nur 3. Ein Monster, eine Zauber und eine Fusion. Dann fangen wir mal an mit dem Monster. Infernoid Decatron. 1 Stern, 1 Level halt. Und der ist Tuner. Kann sogar normal beschworen werden. Und wenn er normal oder spezial beschworen wird, kannst du ein Infernoid Monster von deinem Deck auf den Friedhof legen. Außer ein Decatron halt. Und falls du das machst, erhält Decatron die Anzahl der Sterne von dem gemilden Monster zusätzlich noch dazu. Der Name wird ersetzt mit dem von dem gemilden und es erhält den Effekt von dem gemilden Monster. Und wie wir alle wissen, haben die Infernoids relativ interessante, relativ starke Effekte. Und da kann dir halt jeden Effekt kopieren, egal welchen du halt gerade benötigst. Zum Beispiel gibt es halt einen, der kann Backrow schießen, glaube ich. Und es ist halt besonders gut, wenn der Gegner zum Beispiel Iron Wall geflippt hat oder sowas. Dann beschwörst du einfach den Normal, musst nicht mal was banishen dafür. Und dann kannst du Iron Wall wieder wegschießen und dann wieder abgehen. Was halt bisher die größte Schwäche von Infernoid ist. Und dann kann die halt gezielt millen, was du willst. Also richtig krasse Karte. Genau das, was Infernoid gebraucht hat. Und dann auch noch Tuner. Kannst sozusagen auf jedes Synchro-Monster gehen, theoretisch. Weil er halt auch noch Level kopiert bzw. erhöht. Also auf jeden Fall sehr gute Karte, sehr solide. Einfach so eine richtig standard-solide Karte, die das Deck gebraucht hat. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Ultra Rare oder so wird. Dann haben wir Void Dream, kontinuierliche Zauberkarte. Zuerst ist es eine Fusionszauberkarte sozusagen. Also ihr Effekt ist erstmal, dass alle deine Infernoid Monster, die du kontrollierst, die Level 2 oder höher sind, zu Level 1 werden. Sprich, du kannst dann die Beschränkung von den Infernoids, den Nachteil aufheben und dann so viele Monster beschwören, wie du willst. Aber dafür wird halt jeglicher Schaden, den sie deinem Gegner zufügen, halbiert. Und du kannst diese offene Karte von deinem Feld auf den Friedhof schicken und dann von deiner Hand oder deinem Feld fusionieren. Und das Krasse ist jetzt, falls dein Gegner ein spezial beschworenes Monster aus dem Extra-Deck beherrscht und du halt nicht, kannst du bis zu 6 Monster von deinem Deck als Material benutzen und die halt auf den Friedhof legen. Also so wie Shadow-Fusion halt, nur halt 3-mal so stark, also bis zu 6 Monstern. Also klingt auf jeden Fall schon mal sehr stark. Kann man halt gezielt 6 Infernoid Monster aus dem Deck millen. Also so eine Art Zukunftsfusion für Infernoid halt. Aber schauen wir uns erstmal die Fusion an, was die kann. Also 3-4 Angriff, 3-6 Defense und benötigt einen Infernoid Onunku, einen Infernoid Dayati und ein oder mehr Infernoid Monster. Und wenn er beschworen wird, fusionsbeschworen wird, kannst du halt verschiedene Effekte aktivieren, ausgehend davon, wie viele Materialien, wie viele Fusionsmonster du halt benutzt hast für die Fusion. Also bei 3 oder mehr schickt jeder Spieler 3 Karten von seinem Extra-Deck auf den Friedhof oder das ganze Extra-Deck, falls er weniger als 3 hat, was momentan nicht so spielentscheidend ist, würde ich mir eher sagen. Vor allem zum Beispiel Clifford oder Necros oder so, die halt ihr Extra-Deck gar nicht benutzen. Dann bei 5 oder mehr, jeder Spieler sendet die obersten 3 Karten vom Deck auf den Friedhof. Ist ganz okay, vor allem weil Infernoid halt immer millen will, aber ist jetzt auch nicht so überkrass der Effekt. Dann bei 8 oder mehr, jeder Spieler schickt bis zu 3 seiner gebanischten Karten zurück auf den Friedhof. Also können die Infernoids ein bisschen recyceln, ein bisschen ihre Ressourcen wieder zurückholen, aber jetzt auch nicht so überkrass, vor allem bei 8 oder mehr ist halt schwer drauf zu kommen, weil ja die Fusionskarte nur bis zu 6 aus dem Extra-Deck schickt. Das heißt, man muss nochmal 2 aus der Hand mit benutzen, sozusagen, mit verschwenden, nur um dann diesen Effekt zu erhalten. Und bei 10 kommt jetzt ein krasser Effekt, schickt jeder Spieler seine Hand auf den Friedhof, was für Infernoids ja eigentlich egal ist, weil die dann aus dem Friedhof einfach alle banishen und specialen können. Also 10 ist ein relativ krasser Effekt. Problem ist halt, man kann halt, wenn der Gegner ein spezial beschworenes Monster aus dem Extra-Deck beherrscht und du nicht, bis zu 6 aus dem Deck benutzen und dann müsste man noch 4 aus der Hand benutzen. Dann hat man eh keine Handkarte mehr, also hat man durch den Effekt mit 10 Monstern keinen Nachteil, aber dafür schickt der Gegner seine ganze Hand auf den Friedhof
falls man das irgendwie first-turn schafft. Ah ne, geht gar nicht, weil der Gegner gar kein Monster dann beherrscht. Also die Effekte sind eher, naja, also nicht so wirklich überkrass spielentscheidend, Necros of Trishula Level, aber ganz interessant, kann man ab und zu gebrauchen wahrscheinlich, aber ich denke mal hauptsächlich geht es darum, mit Void Dream dann so viel wie möglich zu millen und dann zu OTK'n. Also das waren die Infernal-Karten, die neuen, aus dem nächsten Set. Also ich habe gehört, dass die Infernal eigentlich mit den Karten richtig krass werden soll, aber mich haben sie jetzt nicht wirklich umgehauen. Also könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von denen haltet, ob ihr denkt, dass sie richtig krass werden. Ansonsten war es das auch schon wieder. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao.